Moin to all you fatties. Neuer Tag. Neues Wetter, gutes Wetter. Ich bin hier auf meiner Terrasse und in circa einer Stunde fahren wir los in einen anderen Robinson Club und schauen uns den an. Und ich zeige euch jetzt noch die euch gestern vorenthaltenen Golfplatzbilder, die irgendwann ausgeartet sind. Und dann seht ihr auch schon diesen anderen Club. Bis später. Ja, wie ihr seht, wir sind auf dem Golfplatz. Also doch Golfplatz. Und ja, wir haben jetzt ein paar grundlegende Dinge erklärt bekommen. Und jetzt gehen wir quasi auf die Range und werden dort jetzt trainieren, um dann später auf dem Golfplatz zu spielen. Ich werde Golf spielen. Mein erster Schlag war geil und alles weitere ist Schrott. Jetzt hätte ich gleich filmen sollen. Jetzt probiert es nochmal. Ja, du bist jetzt ein Profi, oder wie? Boah. Wolltest du dahin? Du wolltest wahrscheinlich in die andere Ecke. Ich wollte genau dahin! Nicht? Gott, war der cool! Ja, irgendwie liegt mir der Sport, muss ich sagen. Ja, ja. Also die weiten Schläge funktionieren. Du hast es raus, oder? Ja. Aber ohne Plan halt. Okay, die 100. 100 Meter gelb. Oh. Und, komplett andere Richtung. Ja Leute, eigentlich hätten wir ja jetzt ein Golftraining sogar auf dem Platz gehabt, aber guckt es euch an. Ist quasi unmöglich. Ein paar Bälle habe ich geschlagen, sehr geil, so 140, 150 Meter weit, aber leider konnte ich es irgendwie gar nicht hinbekommen, dass die Richtung irgendwie stimmt oder mal auch gezielt irgendeine Stelle anzuspielen, aber auf jeden Fall bin ich mit zu vielen Vorurteilen Golf gegenüber hierher gegangen und es ist schon cool. Du hast eben gesagt, es macht total Spaß, einfach dieses Draufschlagen macht total Spaß, ist ein sehr befreiendes Gefühl. Und jetzt regnet es halt echt in Strömen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht, aber es ist unglaublich. Alles nass, ey, vorhin hat die Sonne noch geschienen. Ja gut, wir werden jetzt ein bisschen hier im Unterstand warten und dann werden wir wahrscheinlich ins Hotel gehen und Gemütlichkeit und so. Indoor-Aktivitäten, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja Leute, ich habe einen Zaubererkurs mitgemacht. Ich bin jetzt offizieller Zauberkünstler und mein erster Trick ist ein ziemlich geiler. Ich kann nämlich in meinem Mund Essen verschwinden lassen, das ich dann auf meinen Hüften wieder auftauchen lasse. Geil, oder? Und ich habe das jetzt trainiert, mehrfach heute. Ich glaube, ich bin dreimal zum Mittagessen-Buffet gegangen, habe mir nachgeholt. Oh mein Gott, es ist einfach echt gut. Also,
muss man echt sagen, Robinson Club ist, hat unglaublich gute Küche, unglaublich gutes Essen und ich genieße es. Jo Leute, wir sind zurück. Wir waren ja heute in diesem anderen Club, in dem anderen Robinson Club. Ich habe voll nicht gefilmt, weil ich voll tiefenentspannt irgendwie war. Ich habe auch dort einmal ein bisschen Freizeit gehabt, habe einmal in der Sonne gelegen. Ja, die heutige Abendessen-Umgebung sieht folgendermaßen aus. Eine schwimmende Restaurantterrasse, sehr geil. Wir sitzen auf einem festen Balkon. Ja, momentan die ganzen Leute außenrum sind gerade beim Angucken, wie der Lammbraten aus dem Garofen rausgenommen wird. Ist so für mich nicht so interessant. Nicht mehr. Applaus für den Garmeister. Und ich warte mal. Es gibt auf jeden Fall türkisches Buffet und ich freue mich darauf, traditionelle türkische Speisen zu essen. Und ich versuche möglichst alles zu probieren, ohne Fressnarkose oder sonstige Probleme zu bekommen. Ich rede ein bisschen lauter, dass man mich durch das Rauschen vom Wasser hört. Das war also mein Aufenthalt im Robinson Club Nobilis in der Türkei. Mein letzter Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und erzählt ein bisschen davon bei euren Bekannten. Es würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen auf der Heimreise. Ansonsten übermorgen. Bis denn. Tschüss.